Herzlich willkommen im Lindenau-Museum. Wir waren eine Zeit lang nicht zu sehen. Zum letzten Mal hatten wir das Haus am 1. Januar 2020 geöffnet. Dann haben wir geschlossen. Aus heutiger Sicht scheint das fast ein bisschen prophetisch zu sein, aber es hatte mit Corona nichts zu tun, sondern wir haben das Haus geschlossen, weil es grundständig saniert wird und erweitert. Eine Aktion, die über mehrere Jahre gehen wird. Und Grund ist vielleicht dieses Papier hier, das wir vorgelegt haben, eine Neukonzeption im Jahre 2017, aufgrund derer wir dank Mitteln des Bundes und des Freistaates Thüringen sehr viel Geld in die Hand nehmen können und das Haus, wie gesagt, sanieren dürfen. Wir möchten Ihnen heute erzählen, was wir vorhaben, und dazu gibt es hier eine illustre Runde. Wir haben die Architekten hier, Herrn Sabel aus Erfurt und Herrn Kummer aus Erfurt und vielleicht den wichtigsten in der Runde, denn er ist der Bauherr, Herr Wenzlau, Fachbereichsleiter Wille und Infrastruktur aus dem Landratsamt Altenburger Land. Das Landratsamt ist der Träger des Lindenau-Museums und insofern eben auch der Bauherr. Ich denke, wir sollten vielleicht mal mit der Frage anfangen, wie beginnt ein solcher Bau eigentlich? Ich nehme an, mit einer Ausschreibung, wie ist das eigentlich vor sich gegangen, Herr Wenzlau? Ja, der Bau beginnt eigentlich erstmal mit einer Aufgabenstellung, die sowohl der Bauherr als auch der Nutzer hier erarbeitet haben. Und in dem Zusammenhang haben wir dann die entsprechenden Planungsleistungen ausgeschrieben, die dann zu dem Ergebnis geführt haben, dass wir für das Haus jetzt das gesamte Planungsteam zusammen haben. Und hier jetzt schon seit geraumer Zeit erfolgreich gemeinsam arbeiten an dem Ziel, was vorgegeben ist. Es ist ja eine doch recht große Runde mittlerweile geworden, auch mit den Planern. Herr Kummer, vielleicht können Sie mal sagen, wer gehört eigentlich zu so einer Planungsrunde alles dazu? Ja, das sind natürlich sehr, sehr viele Planer, die da eine Rolle spielen, die also jeder so, wie man muss sich das vorstellen, wie so ein Puzzle, so ein Stück Informationen dazu liefern, bis eigentlich so ein gesamtes Bild entsteht. Und dann, wenn dieses Bild eigentlich entsteht, kann man erstmal richtig planen. Wir sind natürlich neben dem baustofflichen, baufachlichen, restauratorischen Momenten, die natürlich so im Denkmal notwendig sind, natürlich auch mit sehr vielen technischen Gewerken hier, das heißt also im Bereich der Haustechnik, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, aber natürlich auch im Bereich der Tragwerksplanung, dass wir hier natürlich das Gebäude auch entsprechend belasten dürfen, was mit den Dingen, die wir eigentlich vorhaben, sowie dann auch Architekten, Bauphysiker. Also hier ist eine relativ illustre Runde, die dann in einer Größenordnung zusammenkommt, die schon manchmal so den Raum, den kleinen Raum, nämlich Ihren Raum, sprengt, wo Sie ja sitzen und wo wir dann, wenn wir so zusammensitzen, dann doch schon sehr eng zusammen sind. Das heißt, heute geht das natürlich mit den 1,50 Meter Abstand nicht mehr. Das Besondere an Ihrem Architekturbüro, Herr Sabel, ist ja doch, dass Sie eigentlich die drei ja fast zeitgleich entstandenen Museumsbauten sanieren durften. Und also aus meiner Sicht ist es natürlich eine Steigerung. Sie haben erst Gotha, dann Weimar und jetzt dürfen Sie Altenburg in die Hand nehmen, sage ich mal. Wie würden Sie denn die drei Gebäude auch miteinander vergleichen? Ja, also vom Bautypus her haben Sie natürlich recht. Das sind alles drei tageszeitliche Museen aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Und wir hatten das Glück und hatten da schöne Projekte mit Gotha und mit so einer kleinen Maßnahme in Weimar und sind da sehr erfreut, dass wir sozusagen ein Stückchen Vertrauensvorschuss hier bekommen haben, dass wir uns auch diesem herrlichen Gebäude in Altenburg widmen können. Tatsächlich zwei, drei Jahre auseinander von Gotha, von der Grundsubstanz her und von der Aufteilung her vergleichbar tatsächlich. Und aber dann doch wieder individuell. Es ist kein, hier steht kein Herzog in der Mitte im zweiten Obergeschoss. Ne? Hier geht das auf Lindenau zurück mit anderen Ideen, der Studiobereich so als Alleinstellungsmerkmal. Und es ist natürlich eine sehr spannende Aufgabe. Und genau, wir sind guter Dinge, dass wir das hier auf sozusagen Top 1 dann bringen werden.
Das Interessante ist ja, dass also viele Menschen sich jetzt auch fragen, was machen die denn jetzt eigentlich? Ne? Also die Türen sind zu, man sieht eigentlich nichts. Ist natürlich erstmal so, dass wir ausziehen mussten, also mit den Sammlungen. Das hat im Dezember 2019 begonnen und erst jetzt sind wir dabei, das Ganze abzuschließen. Das Haus ist jetzt leer. Herr Wendler, was passiert denn noch zurzeit? Es ist ja nicht so, dass das Haus im Frieden ruht, sondern es ist hin und wieder doch einiges los. Ja, im Augenblick sind wir dabei, planungsbegleitende Untersuchungen im Gebäude durchzuführen. Das heißt also Materialuntersuchungen. Wir werden in Kürze die Baugrunduntersuchung beginnen bzw. ergänzen zu dem, was schon vorliegt, sodass also dann die Voraussetzungen für Tragwerksplaner und die Architekten gegeben sind, dass wir erstmal gucken können, können wir das so, was wir jetzt in den vergangenen Monaten uns erarbeitet haben, auch umsetzen und mit welchem Aufwand können wir es umsetzen. Das ist eigentlich die wichtigste Grundlage, die wir jetzt erstmal brauchen, um zu wissen, wie das Museum zukünftig aussehen kann. Warum braucht man dafür so lange Zeit, Herr Kummer? Wir haben keine Röntgenaugen. Das ist einfach so der ganze Hintergrund. Wenn wir in so ein Gebäude reingehen, im Bestand und dann ganz und gar noch als Denkmal, dann verbirgt sich natürlich hinter manchen sauber gestrichenen Wänden doch viele Probleme. Und es ist genau der Punkt, dass wir auf der einen Seite natürlich erstmal Probleme finden wollen und gucken und auf der anderen Seite natürlich, das ist zwar nicht das Problem, aber wissen wollen und müssen, wie ist denn die Substanz vorhanden, was kann man der Substanz zutrauen und eigentlich das sind so ein bisschen so diese ganzen Fakten, die in vielen Dingen eigentlich erstmal Zeit kosten. Und dann stellt man auf dieser Basis, versucht man dann die Planung abzustellen. 100% gelingt das vielleicht nicht immer, aber das ist eigentlich so der Umgang also in der Sanierung im Denkmal, dass man sich erstmal wirklich die Informationen zusammenholt. Und wenn man also aus heutiger Sicht sieht, wenn wir heute also einen Neubau planen, das sind natürlich die Aussagen sehr detailliert vorhanden, die Pläne sind detailliert vorhanden und man könnte dann, also vielleicht auch in 100 Jahren sagen, wenn ihr das so umgesetzt habt, dann kann ich auch von vornherein sagen, ja, so kann ich vorangehen. Hier haben wir natürlich vielleicht also wunderschön gezeichnete Pläne, die aus dieser Zeit uns überkommen sind, aber wir haben den Tiefengrad, den wir brauchen, nicht in den Plänen verzeichnet. Und deswegen ist das eigentlich so ein Prozess, der erstmal am Anfang in der Sanierung und vor allem in der Sanierung des Denkmals steht. Ja, es ist ja so, dass es eigentlich ein Spiel ist zwischen der Nutzung, die vor allem also von uns, vom Lindenau-Museum auch vorgegeben wird, was wollen wir zeigen. Und das andere ist dann, dass wir auch das Gebäude noch stärker als bisher zu Wort kommen lassen. Also seine Sprache, seine Stimme soll wieder stärker vernehmbar werden. Wir wollen alte Fassungen an den Wänden, an den Decken auch wieder sprechen lassen und zeigen. Und das ist das, was auch im Moment sehr viel diskutiert wird. Aber wir müssen ja doch mal vielleicht auch darauf kommen, was eigentlich uns im Moment am meisten beschäftigt. Das neue Lindenau Museum wird sich vom alten ganz gehörig unterscheiden. Zum Beispiel auch dadurch, dass wir mehrere Etagen nutzen als bisher, Herr Saab. Ja, das möchte so sein. Lindenau hat seinerzeit im 19. Jahrhundert hier ein zeitgemäßes pädagogisches Konzept verfolgt der Kunstvermittlung. Und das sollte natürlich auch heute die Messlatte sein, dass wir mit einem neuen Museum, mit einer neuen Ausstellungsgestaltung das rüberbringen können. Dafür gibt es ja auch im Projektteam auch einen Ausstellungsgestalter. Das ist auf gutem Wege und läuft schön parallel. Unabhängig davon werden wir diskutieren einige Änderungen am Museum, die wir empfehlen vorzunehmen. Zum einen können wir dadurch etwas mehr Ausstellungsfläche gewinnen. Zum anderen die
Eingangssituationen, die wir künftig barrierefrei haben möchten. Wir werden ja auch einen Aufzug einbauen im Museum, sodass tatsächlich alle eingeschränkten Menschen auch alle Etagen besuchen können. Wir stellen uns vor, dass wir diesen Eingang auf der Stadtseite belassen, nur sozusagen nach unten verlegen in dieses schöne kleine Rondell mit der Lindenau-Plakette, die man in der Achse der Wettiner Straße heute sieht. Da, wenn man sich dieses Rondell vielleicht als Glas vorstellt, irgendwo, da könnte mal ein Eingang sein. Das ist also, da gehen unsere Gedanken hin und damit hätten wir auch in dem Erdgeschossbereich zusätzliche Museumsfläche und das dürfte dem Haus gut tun bei den doch vielen Ausstellungsgegenständen, die zu zeigen hier einfach vorhanden sind. Aber das heißt ja, also wir benutzen eine Etage, die bisher eigentlich gar nicht dafür vorgesehen war, nämlich auch den eigentlichen Keller. Was bedeutet das im Hinblick auf die Statik, Herr Kummer? Ja, muss schon ein bisschen gucken. Also das sind ja genau also dann diese grobe Idee, die wir jetzt formuliert haben, dass man dann sagt, also gut, an den Stellen muss ich natürlich auch weiter untersuchen. Ich muss da Veränderungen vornehmen, das ist logisch. Aber es hat natürlich Auswirkungen, die aber sagen wir, die bisherigen Ausstellungsebenen, die wir hier im ersten Obergeschoss und zweiten Obergeschoss haben, nicht berühren. Und macht sich der Bauherr Sorgen, wenn man so starke Eingriffe in ein historisches Gebäude hineinbringt? Ja, wir haben das schon diskutiert und wir haben auch schon mal einen Gang zurückgelegt und haben einen anderen Weg eingeschlagen. Das bleibt aber nicht aus und wir werden das, was wir jetzt umsetzen wollen, entsprechend voruntersuchen und dann eine Entscheidung treffen müssen, ob wir es so machen oder nicht. Wir haben uns verabschiedet von der Freilegung der verschütteten Räumlichkeiten in der Kelleretage, jedenfalls diese komplett zu nutzen und dafür, wie gesagt, im Bereich des Eingangs andere Räumlichkeiten geschaffen. Ich freue mich ganz besonders darauf, dass wir tatsächlich mehr Ausstellungsfläche gewinnen. Das heißt, wir können den Museumsgründer und Stifter Bernhard August von Lindenau stärker in den Vordergrund spielen, ihm endlich auch wirklich einige Quadratmeter widmen. Wir werden dem Studio mehr Platz geben können, unserer Kunstschule, die seit 1848 besteht. Und wir können auch Sonderausstellungsfläche hier im Gebäude schaffen. Man muss nur ganz kurz wenigstens auch erwähnen, dass wir natürlich ein Erweiterungsgebäude haben. Wir dürfen den herzoglichen Marstall auch im Schlosspark auch mit beplanen in Kürze und gewinnen natürlich dadurch Fläche, die wir dann hier gewinnen. Das ist die Ausgangsbasis. Vielleicht noch mal ein kurzes Wort zum Schluss von Ihnen dreien. Worauf freuen Sie sich am meisten in den nächsten 3 Jahren bei dieser Arbeit, die wir hier gemeinsam teilen? Am meisten auf die erste Phase tatsächlich, wo wir jetzt in diesen Untersuchungen sind, um zu gucken, die Vorstellung, die man hat von diesem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, finden wir noch irgendwas, was vielleicht noch nicht bekannt ist, was es noch hier mit zu bedenken und bearbeiten gilt. Das ist immer ein spannender Prozess. Ja, und in dieser ersten Phase eigentlich weiterfolgend eigentlich zu sehen, schaffen wir es, diesem Gebäude ein neues zwar Gesicht zu geben, was zwar auf das Alte sehr viel Rücksicht nimmt, was also dem auch nicht als Konkurrenz entgegentreten möchte. Aber diese Phase wird dann natürlich auch in der Umsetzung und natürlich nachher in der Rezeption der Besucher irgendwo auch ihre Bestätigung finden wollen. Ja, ich hoffe, dass wir die Möglichkeit dann geschaffen haben, dass das Haus noch von viel mehr Bürgern und Gästen hier angenommen wird und besucht wird. Das ist das große Ziel, was wir hier auch mit verfolgen. Ja, ich kann Ihnen verraten, dass wir hier nach dem Umzug nicht den Rembrandt gefunden haben, den ich immer erwartet habe beim Aufräumen. Aber wir haben sehr viel mehr gefunden, nämlich eine ganz großartige Aufgabe, die wir mit Begeisterung angehen. Ich freue mich über das tolle Team, das wir mit Bau und Inhalt im Museum zusammengefunden haben. Und wir können Ihnen versprechen, dass das neue Lindenau Museum noch viel schöner werden wird als das alte, das Sie kennen. Und wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.